Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, Kevin Kühnert schmeißt dann Tinder an. Stehst du dann da mit Kevin Kühnert und sagst so, jo, den der Nachnamen Kevin hier? Den gibt's nicht auf Tinder. Also, das gibt nur den Vornamen. Schön, ich oute mich, war lange nicht mehr auf Tinder. Siehst du? Weiß nicht, kann man Glückwunsch sagen oder so? Aber weiß ich auch nicht. Nee, naja, also ich mach da jetzt keine Comic. Ich würde mich da nicht Kevin nennen, das will doch keiner haben. Ja, ja, aber es ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Sie haben es wirklich gut gemeint damals. Nee, also es ist schon klar erkennbar, dass ich das bin, was aber natürlich nicht dazu führt, dass es auch immer geglaubt wird, dass ich es bin, sondern ist ja irgendwie auch verständlich, dass immer erst die Frage da ist, real. Hm. Und was machst du denn? Also was ist, wenn die Leute sagen, so als ob du der Kühnert bist? Ja, es gibt so ein paar Möglichkeiten, das auf eine smarte Art zu verifizieren quasi. Also, wie jetzt? Na, ich glaube, irgendwo habe ich den Trick schon mal verraten. Ich habe angefangen, hinter den Namen auf meinem Twitter-Account, der ja verifiziert ist und wo du dann auch wirklich sehen kannst, dass ich das bin, kurz mal für ein paar Minuten so einen Punkt hinterzumachen. Das ist so dezent, dass es anderen nicht auffällt. Aber das kann man halt unmittelbar überprüfen und sozusagen, weil es kann ja nur ich gemacht haben. Jemand anders hat ja keinen Zugriff darauf. Genau. Geil. Und Kevin, so auf Tinder, ne? Wie läuft's da so? Wie ist dein Match-Game? Ja, möchte ich auch wissen. Ja, guck oder? Mal, wollen wir alle wissen. Ja. Ich glaube, ich nutze Tinder so, wie die meisten Tinder nutzen. Was steht denn in deinem Profiltext drin? Keine One-Night-Stands? Nee, dazu steht da überhaupt gar nichts drin, sondern da steht, glaube ich, einfach irgendwie, ich glaube, steht Politics, Sports, Bitters drin. So steht es oder in Form von Emojis? Sowohl als auch. Also stehst du auf One-Night-Stands? Du stehst auf One-Night-Stands? Nein, aber ich finde, also generell finde ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig, auf Dating-Plattformen sowas mit reinzuschreiben. Es gibt ja bestimmte Plattformen, die sind ja quasi von ihrem Image her, ist ja irgendwie klar, worum es geht. Also wenn's irgendwie, wenn man über Grindr oder so redet, ist relativ klar, dass das jetzt irgendwie nicht auf Leseabende irgendwie ausgerichtet ist. Du redest dich gerade ein bisschen auf raus, Bücherei, Kevin. Ja. Ich habe kein Grindr-Account. Also One-Night-Stands, ja oder nein? Ist ja im Moment sowieso Kontaktbeschränkung. Ne? Ach Gott, ist halt du redest schon wieder geht, raus. Geht also ja nur um entspannte Spaziergänge unter freiem Himmel sozusagen. Das ist eine sehr diplomatische und typisch politische Antwort. Was willst du sagen? Berufspolitiker, Vollprofi. Oder? Das, ja. Selbst bei der One-Night-Stand-Frage. Hast du auch so einen Trick bei Tinder? Nee, ich Tinder nicht. Ich war nie der Typ, der irgendwie Tinder benutzt hat. Ist halt ein super Zeitvertreib, auch wenn man in Corona-Zeiten mit Freundinnen abends zusammensitzt und irgendwie sich einfach damit beschäftigen kann. So. Was ist mit dir? Tinderst du? Und ich bin ja die selbsternannte Königin der Beziehungsstatistiken und Datingstatistiken, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und Tinder oder Online-Dating-Plattformen ist halt eben ein Faszinovum für sich. Und ich kann euch da so viel drüber erzählen. Deswegen habe ich gerade auch gefragt, was an seinem Profiltext stehen hat. Einfach nur, weil ich wissen wollte, ob das Klischee erfüllt ist. Aber ich habe schon so oft in meinem Leben getindert. Das ist immer so saisonal. Ich war schon mal Tinder-Plus-Mitglied für 7 € im Monat, damit mich auch bloß nur die sehen, die ich gematcht habe. Ja, weil ich dann wieder meinen Fame-Moment hatte. Aber natürlich, also wie erbärmlich und wie demütigend Tinder ist, weiß ich aus eigener Hand, sicher. Ja. Helfen dir so Politiker-Skills auf Tinder? Nee. Weiß jetzt auch nicht, ob es so die Politiker-Skills unbedingt gibt. Das wäre ja vielleicht eher irgendwie langatmig zu reden und zu schreiben oder so. Das sind schon mal Sachen, die auf Tinder oder wahrscheinlich auf den meisten Dating- oder auch Chat-Plattformen nicht gut funktionieren. Also eigentlich musst du eher auf den Punkt kommen können. Aber Humor hilft auf jeden Fall da auch ganz gut weiter. Und brauchbarer GIF-Einsatz ist auch immer von Vorteil. Ich erinnere mich noch, dass ich auch immer so einen riesen Wahnsinn drum gemacht hat um den ersten Satz, den man schreibt. Hast du einen ersten Satz, den du immer benutzt? Kein Standard. Hallo, ich bin's, der Kevin. Also das wäre ja easy. Es wäre doch zu einfach, oder? Also es wäre ziemlich simpel. Hast du einen? Nee, tatsächlich. Also ich habe auch schon mal Tinder verwendet. Allerdings muss ich sagen, warte ich eher darauf, bis ich angeschrieben werde. Ich glaube, das ist der Standard, ne? Also viele gehen ja mittlerweile dazu über, in die Profile reinzuschreiben, irgendwie wer das Match erzeugt sozusagen, muss schreiben. Aber wenn es jeder tun würde, dann entstehen gar keine Nachrichten. Moin, ich bin Kevin und wenn ihr den ganzen Talk mit mir sehen wollt, dann findet ihr den jetzt in der ARD Mediathek. Das ist einfach so ein zynisches, abartiges Weltbild, da kann ich dann auch irgendwie mit gutem Humor nicht mehr drüber hinweggehen. Am meisten stört mich wirklich das mit dem irgendwie Eierschaukeln, Faulenzen, nichts richtig zu tun, weil es ist einfach hart.